Yo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Meine Freunde, ihr wisst, dass ich ein Kanal bin, der euch immer nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit berichtet und erzählt hat. Und ich bin soeben auf ein Video gestoßen, welches gestern am 6.15.2018 von Bibis Beauty Palace hochgeladen worden ist. Das Video trägt eine Nachricht in sich. 12. Wir werden nun gemeinsam versuchen, diese geheime Nachricht zu entschlüsseln, meine Freunde. Was will uns Bibis Beauty Palace sagen? Was steckt hinter diesem ominösen und seltsamen Video? Bevor nun dieses Video beginnt, meine Freunde, möchte ich euch darauf hinweisen, dass mehrere Informationen von der elitären Obrigkeit in Deutschland nicht gerne gesehen oder gehört werden. Falls ihr die Möglichkeit habt, meine Freunde, besorgt euch ebenso einen Gedankenkontrollblocker, wie ich ihn gerade trage, damit euch wirklich nichts passieren kann. Ebenso helfen auch gut Alufolie oder weitere Materialien. Ich werde meinen Gedankenkontrollblocker allerdings erst dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Doch beginnen wir erstmal mit diesem ominösen Video. Bibis Beauty Palace hat gestern folgendes Video hochgeladen. Das Zeichen im Titel des Videos, welches eventuell mythologischen Ursprung hat, werden wir nun erstmal getrost ignorieren, denn es geht um die verschlüsselte Nachricht innerhalb dieses Videos. Wir sehen hier ein mysteriöses Rauschen eines Fernsehens. Ein Flimmern. Doch was war das? Die Zahl 12, die durchs Bild fliegt. Ihr seht sie hier ganz genau. Und dann nichts mehr. Weiterhin nur Rauschen, Rauschen, Rauschen. Einmal die Zahl 12 im Bilde und nicht mehr. Beschränken wir uns also nun in unserer Recherche auf die Zahl 12 und versuchen dorthin gehend unsere Argumentation aufzubauen. Gehen wir in die Google-Suche und suchen das erste Mal nach der Zahl 12, sehen wir direkt, dass es einen passenden Wikipedia-Artikel zu der Zahl 12 gibt, zu welchem wir auch später kommen werden. Doch gehen wir erstmal der Zahl 12 weiter auf den Grund, gehen auf die 12. Seite der Google-Suchergebnisse und nehmen eines der Ergebnisse, welches uns sehr ins Auge sticht. Die Anwendungshinweise zu § 12 Absatz Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes, meine Freunde. Öffnen wir nun dieses PDF, lässt sich erkennen, dass der erste Paragraph folgendes offenlegt. Nach § 12 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes sind wahlberechtigt alle Deutschen im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 3 Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und die nicht nach § 13 Bundeswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Was möchte uns Bianca Heinicke damit sagen? Möchte sie uns dazu aufrufen, dass wir mehr wählen sollen? Stecken hinter diesem Video eventuell politische Ambitionen ihrerseits? Möchte sie eventuell auf politische Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten im deutschen Staatssystem aufmerksam machen? Doch damit nicht genug. Nun, meine Freunde, ist es Zeit für den Gedankenkontrollblocker. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang auf die erste Seite der Google-Suchergebnisse und lesen uns den Wikipedia-Artikel der Zahl 12 durch. Jetzt wird es wirklich interessant. Der Artikel 12 von Wikipedia hält nicht viele Informationen inne. Doch wenn man genau hinsieht, kann man den geheimen Code, den Bianca Heinicke hier versucht hat zu stricken, entschlüsseln. Zählen wir nun die Wörter einzeln ab und schauen, wo wir am Ende landen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir landen wieder bei der Zahl 12 und einem weiteren Wikipedia-Artikel, der sich mit dem ausgeschriebenen Wort 12 befasst. Und auch hier zählen wir nun im ersten Abschnitt des Artikels zur Zahl 12 die Wörter. Ähnlich wie das Wort 11 ist das Zahlwort 12 im Deutschen. Meine Freunde, das 12. Wort ist Deutschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben nun folgende Nachricht von Bianca Heinicke erhalten. In § 12 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und das Wort Deutschen. Sollen die Deutschen etwa nun mehr wählen gehen? Möchte Bianca Heinicke eventuell auf das politische Ungleichgewicht zu Wahltagen und eventuell einer geheimen Obrigkeitsregierung der Echsenmenschen aufrufen? Möchte Bianca Heinicke eventuell damit sagen, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern, dass wir Deutschen mehr wählen gehen sollen? Wir werden nun weitere Informationen sammeln, um das Konstrukt zu vervollständigen. Gehen wir nun auf Bianca Heinickes Kanal, meine Freunde, und suchen uns nun das 12. Video raus, welches sie zuletzt hochgeladen hat. Blind für 200 Euro Süßigkeiten bestellen. Errechnen wir nun die Quersumme der Zahl 12, ergibt sich 3. Springen wir also direkt zur Minute 3, meine Freunde, und hören ganz genau hin, was uns dort gesagt wird. Ihr müsst jetzt ganz leise sein und haltet euch bitte gut fest, denn diese Information könnt ihr vielleicht nicht verarbeiten. Das wird vielleicht auch zu spät, weil wir in 10 Minuten schließen. Habt ihr das gehört? Ihr kommt hier vielleicht auch zu spät. Vielleicht auch zu spät. Welch ominöser Zufall, dass ein Mann am Telefon, der offensichtlich gar nichts mit Bibis Video zu tun hat, uns diese Information mitteilt. Es ist Zeit für mich, meinen Gedankenblocker wieder abzusetzen und meinen gedankenfreien Lauf zu lassen. Kombinieren wir also nun diese drei Fakten, die wir gemeinsam gesammelt haben. Erstens, § 12 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes. Zweitens, das Wort Deutschen. Und drittens, ihr kommt vielleicht auch zu spät. Möchte uns Bianca Heinicke eventuell wirklich darauf hinweisen, dass es
für uns Deutsche vielleicht zu spät ist, eine vernünftige Außen- sowie Innenpolitik zu fahren und eventuell, dass der politische Niedergang des deutschen Staates unmittelbar bevorsteht? Doch damit nicht genug. Gehen wir weiter, meine Freunde, und schauen uns an, welche mythologische Bedeutung die Zahl 12 auf Wikipedia wirklich innehält. Mythologie. In der griechischen Mythologie ist die 12 Zahl des 12-köpfigen Götterkollegiums der Titanen und der 12 olympischen Hauptgötter präsent. Dem Helden Herakles wurden 12 Prüfungen auferlegt. Möchte Bianca H. sich eventuell hier selber in die Heldenposition des Herakles versetzen und sagen, dass sie eventuell diejenige ist, die Deutschland retten kann, gehen wir nun auf den Artikel des Herakles und sehen hier die 12 Heldentaten des Herakles. Diese 12 Heldentaten wurden Herakles damals zugeschrieben und die 12. Heldentat hat mich im Knochenmark erzittern lassen. Der Höllenhund Kerberos. Auch die schwierigste Aufgabe, den Höllenhund Cerberus, in Klammern Kerberos, aus der Unterwelt zu entführen, meistert Herkules aka Herakles. Hades erlaubt die zeitweilige Entfernung des Ungeheuers, wenn Herkules auf seine Waffen verzichtet. Tatsächlich kann er in einem gigantischen Ringkampf die Bestie überwältigen und gefesselt zu Eurystheus bringen. Nebenbei erlöst der Theseus aus der Unterwelt. Das kann man natürlich nebenbei mal machen. Gehen wir nun aber auf das Wort Kerberos ein, meine Freunde. Ich habe lange überlegt, doch dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Welcher Mensch im Social-Media-Universum hat die ganze Zeit das Wort Kerberos inne? Welcher Mensch ist einer dieser Kerberos? Gehen wir nun auf mein Twitter-Profil und sehen das Erschreckende in meiner Twitter-Bio. Montags-Hater, YouTuber und Twitter Kerberos, meine Freunde. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Vielleicht möchte Bianca Heinicke mich dazu aufrufen, gemeinsam mit ihr eine Revolution gegen die unglaublich geheime Regierung der Ex-Menschen zu veranlassen. Vielleicht ist es an der Zeit, gemeinsam mit Bianca Heinicke politischen Umbruch in Deutschland zu erwirken. Und vielleicht ist das die geheime Nachricht von Bianca Heinicke. Will Bibi damit unterschwellig versuchen, mich zu erreichen und gemeinsam eine Revolution gegen die Obrigkeit zu vollstrecken? Möchte Bianca Heinicke eventuell Seite an Seite mit mir gegen die Bourgeoisie in Deutschland auftreten und endlich für einen politischen Umbruch sorgen? Die Frage ist natürlich, wann soll das Ganze stattfinden? Es ist wieder Zeit für den Gedankenblocker. Gehen wir voran und sehen im Kalender das Datum 12. Samstag, der 12.05.2018. Die Ex-Menschen hören mir zu. Ich kann es nicht offen aussprechen. Vielleicht ist es am Samstag, dem 12.05.2018 soweit, dass Bianca Heinicke gemeinsam mit mir Seite an Seite den politischen Umbruch in Deutschland herbeiführen möchte. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Regierung der Ex-Menschen und der geheimen Obrigkeit endlich ein Ende findet. Vielleicht ist diese geheime Nachricht wirklich für mich konzipiert und für niemand anderen. Ich meine, die ganzen Dinge sprechen doch dafür, dieses Konstrukt, welches ich entschlüsselt habe, den Bianca Heinicke-Code. Leute, teilt dieses Video unbedingt. Teilt dieses Video unbedingt und geht am 12.05. gemeinsam mit Bibi und mir auf die Straße, um für politischen Umbruch in Deutschland zu demonstrieren. Oder kommt vielleicht am 12.05. einfach ein neuer Belou-Duschschaum raus oder ein neuer Song. Bibi, ich weiß, dass die Ex-Menschen dich holen wollen. Ich hab hier einen ihrer Köpfe. Aber lass das nicht zu, Bibi. Selbst wenn dir jemand gesagt hat, am 12.05. kommt ein neuer Song oder ein neuer Duschschaumduft für Belou raus, Bibi. Glaub diesen Menschen um Gottes Willen nicht. Es geht um den politischen Umbruch, Bibi. Die Ex-Menschen hören uns. Leute, wenn ihr dieses Video feiert und auf jeden Fall am politischen Umbruch in Deutschland nun teilnehmen wollt, teilt dieses Video unbedingt auf allen Kanälen. Und passt auf, Leute. Die Ex-Menschen sind überall. Sie sind überall. Bitte enttäusch uns nicht, Bibi, und mach nicht noch einen Song oder eine Belou-Sorte. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir gemeinsam auf die Straße gehen. Ja, geiler Tag, tolle Video-Idee.